Grüße euch zum Wochenorakel. 24. bis zum 30. November 2014. Und, na, sind das Mikrofon zu groß? Okay. Ich habe mir Steine ausgesucht. Da haben wir hier für die erste Legung die Oper List. Ich jetzt nicht. So, da. Ich habe zwar gegoogelt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ist. Da muss ich nochmal weitersuchen. Auf jeden Fall ein Schutzstein, wenn er sein sollte. Und Türkis. Den habe ich als Kette getragen. Und ja, beim Blindenziehen für die Tintenlegung kam das heraus. Ich habe meinen großen Stein vom Balkon geholt. Meinen Rosenquarz. Und mit dem zugelegt. Okay. Auch gibt es später so. Ja, Nein-Frage. Da könnt ihr euch unter Maus und Schneewittchenzwerg, ja, und der Muschel entscheiden. Okay. Legen wir sie dann auf die Seite. Und ja, diesmal ist es ein bisschen anders. Frauen dürfen auch mal vom germanischen Götterorakel ein bisschen was mit abbekommen. Ja, also wie gehabt, ganz normal. Wie immer haben wir in der ersten Reihe immer die Göttinnen, die in dieser Woche dann auch wirken. Und da habe ich hier in der ersten Reihe vom germanischen Götterorakel die allgemeine Deutung, in der zweiten Reihe das berufliche und in der dritten Reihe die Liebeslegung. Und je nachdem entscheide ich mich dann noch, ob ich nochmal eine Karte ziehe oder auch nicht. So, dann würde ich ganz gern beginnen, falls ihr euch zwischen den dreien nicht entscheiden könnt. Drückt ganz kurz auf Pause. Okay. Und nehmt euch die Zeit, euch eure Kartenlegung auszuwählen. Und in kommender Zeit werde ich auch persönlich erreichbar sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Woche noch passiert, aber ich werde es dann unter YouTube dazu schreiben. Okay. Ansonsten könnt ihr wie gehabt Facebook, Tarot, Morgan, La Fée anklicken. Dort könnt ihr mich erfinden. Und verpasst keine Wochenorakel und keine Tageskarte. Okay. Ich hoffe, wir haben alle die Muse gefunden, einen Stein auszuwählen. Also ich bin etwas unschlüssig. Ich bleibe auch heute außen vor. Und dann möchte ich mit der ersten Karte beginnen. Welche haben wir denn da? Oh, Pelé. Erwachen. Ist ganz, ganz interessant.
Der Turm im Hintergrund, Turm, der Vulkan im Hintergrund. Und etwas brodelt hier. Ja, also es kommt zum Ausbruch. Also in manchen Situationen, ja, vor 13 bis vor 10 Jahren habe ich sie öfters gezogen, dann wusste ich dann schon, was auf mich zukommt. Seid ein bisschen vorsichtig, wachsam, ja. Ihr könnt da Gefahr laufen, etwas reinzurennen, was man manchmal nicht will. Ja, dann geht vielleicht lieber in den Rückzug und ja. Nicht so ganz einfach. Pelé, erwachen. Ich woge, klopfe, hämmere. Niemals bin ich still. Ich bin ständig Schwingung, endloser Rhythmus, stetiges Summen in deinem Ohr. Ich bin immer in Bewegung, weit unten in den Tiefen, mit feuriger Kraft, dort, wo du mich nur fühlen kannst. Sollte es nötig sein, wecke ich dich mit dem wilden, dramatischen Ausbruch des Vulkans, mit Lava und Feuer und sage, pass auf. Mythologie. Pele ist die Vulkangöttin der polynesischen Völker von Hawaii. Die Legende erzählt, dass sie den Menschen immer kurz vor dem Ausbruch ihres Vulkans erscheint, entweder als wunderschöne und geheimnisvolle junge Frau, oder als verhutzelte alte Frau, die sich ihre Zigarette mit einem Fingerschnalzen anzündet. Es waren ihre Priesterinnen, die Göttinnen Hawaiis, schon gezwungen worden, zum Christentum überzutreten, doch als 1880 der Mauna Loa ausbrach, rezitierte Prinzessin Kelikolani die alte heiligen Lieder und opferte der Göttin Seidenstoffe und goss Weinbrand in die blasenwerfende Lava. So gelang es, Pelé zu besänftigen und der Vulkan wurde ruhig. Deutung der Karte. Wenn Pelé erscheint, heißt es aufwachen. Hast du zu lange stillgesessen? Bist du von deinem gleichmäßigen, dahinplätscherten Alltag schon so richtig schläfrig geworden? Fällt es dir schwer, deine allzu glatte Realität überhaupt zu begreifen? Mache dich bereit, endlich wach zu werden und mit vollem Bewusstsein die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Nur dann hast du die Möglichkeit, deine Wirklichkeit zu verändern und neu zu schaffen. Setze dich in Bewegung und öffne dich für deine ungeahnten Möglichkeiten, deine Talente und deine Kraft. Achte auf die Botschaften, die du vom Leben erhältst. Pelé ruft dich auf, dein Erwachen endlich anzugehen. Dann wird dein Leben von Kreativität erfüllt sein, statt eine Reaktion auf das andere zu sein und außerdem ein Ort, an dem du in deiner Kraft leben kannst. Ja, also definitiv aufwachen. Sehr wichtig. Schauen wir mal im Allgemeinen. Gullweig. Entzweiung. Es sieht schon ziemlich pompös aus. Ja, na, also hier mangelt es irgendwo an nichts. Sie ist auf der Thron und Festlichkeit. Ja, sie scheint hier auch zu singen. Ja, schauen wir mal, was im Allgemeinen bedeutet.
Nee, im ersten Mal lieber Mythologie, oder? Ja. Was haben wir hier in der Mythologie? Mythos. Die goldgeschmückte und zauberkundige Göttin aus dem Geschlecht der Wannen kommt zu den Assengöttern und ruft bei diesen Neid und Habgier hervor. Darauf kommt der erste Krieg zwischen den Göttergeschlechtern in die Welt. Wenn diese Karte auftaucht, geht es zumeist um die Unvereinbarkeit von gegensätzlichen Energien, Meinungen, sodass ein Konflikt unvermeidlich scheint. Was geschehen ist, geprägt von Spannung, Unzufriedenheit und Misstrauen. Schon ein kleiner, nichtiger Grund kann zum Auslöser eines vielleicht schon lang im Verborgenen nistenden Schwelbrandes werden. Denn das letzte kleine Lüftchen nun zum Ausbruch bringt. Eine Auseinandersetzung steht kurz bevor oder ist vielleicht schon erfolgt. Solange es in sich hineinfressen, bildet den Nährboden und macht uns für jegliche Kleinigkeiten empfindsam, die uns in ausgeglichenem Zustand vielleicht nur ein müdes Lächeln abringen würden. Ja. Okay. Schauen wir mal die nächste Karte. Was bringt's für den Beruf? Oh, Gunther. Du Schwäche. Das heißt, du bist definitiv überfordert. Ja. Und diese Karte ist auch im Männerorakel vorhanden. So Mythos. Gunther herrscht gemeinsam mit seinen beiden Brüdern über Burgund. Mit der Hilfe Siegfrieds gelingt es ihm, Brünhild zu besiegen. Und diese zu ehelichen. Doch ist er dieser Frau und den später auftretenden Problemen nicht gewachsen. Ja. Die Dinge scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Doch anstatt etwas zu unternehmen, flüchten wir uns lieber in Selbstmitleid, Scheinanpassung oder verdrängen das Ganze. Wer nicht bereit ist zu handeln, darf sich jedoch nicht beschweren, wenn Entscheidungen über seinen Kopf hinweg gefällt werden und die Dinge einen unerwünschten Verlauf nehmen. Ja. Okay, schauen wir mal. Beziehung, Jogin, Erdung. Na, das ist hier eine gute Karte. Ich sehe hier auch den Frühling, die drei Birken, die Fische springen zum Laichen, die Mutter Erde, die Brüste, ja, diese Fülle an Leben, die Sonne scheint. Schauen wir mal, was sie uns sagen möchte. In der Mythologie. Fjörn oder Jörd ist die personifizierte Erde, eine Tochter der Nott, in Klammer Nacht. Sie ist die Mutter der Mutter Thors und vermutlich auch der Frigg. Als urmütterliche Naturgottheit wurde sie bereits schon lange verehrt, als der Türen und Odins Glaube noch nicht bestand. In der Partnerschaft bestehen gute Aussichten. Bis jetzt vielleicht noch recht lockere Verbindungen zu festigen. Wenn Gefühle und Absichten in aufrichtiger Liebe und Ehrlichkeit wurzeln. Gute Voraussetzungen, sich der weiblichen Seite mit
mit anderen oder in uns selbst mehr zu öffnen und deren vielfältige Schönheit neu zu entdecken. Auch der Wunsch nach einem Kind kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Hängt der häusliche Segen indessen schief, gilt es vor allem, die Sinnlichkeit neu zu entdecken und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, welche die Beziehung neu festigen oder auch nicht. Okay. Ich für dich eine Engelkarte für die Woche. Sagen wir Geduld. Ja, wie oft haben wir keine Geduld im Leben? Ja. Und also meine Stärke ist es auch nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Wird es wohl auch nie, aber man soll es erlernen können, ja. Der Spruch von Swami Samanando ist das nicht wunderbar? Kein anderes Gesetz, nur dieses. Liebe deinen Nächsten und ebenso dich selbst. Ja, so Stichworte: Glück, Erfolg, Gewinn zur richtigen Zeit, Warnung vor Verrat, Widersprüche, Ausreden, Schwierigkeiten vor dem falschen Zeitpunkt. Der Engel der Geduld hilft denen, die ihn anrufen. Trägheit und Lustlosigkeit zu überwinden. Er schützt uns auch vor Nachlässigkeit. Er sendet Güte und Vermittlungsfähigkeit. Am beeindruckendsten jedoch ist seine Kraft, Feindschaft in Trennung oder in Freundschaft zu verwandeln. Tipp: Lassen Sie die anderen in Ruhe. Tun Sie etwas, das Ihnen selbst gut tut und Sie erfreut. Liebe. In den aktuellen Themen Ihrer Partnerschaft schlummert die Frage nach Ihren langfristigen Zielen. Die Ereignisse des Tages geben Ihnen dazu neue Hinweise. Glück. Kümmern Sie sich um Wünsche und Ängste. Gestalten Sie Ihr Glück auch ein langer Weg lohnt sich. Erfolg. Stellen Sie sich auf langfristige Aufgaben ein, aber verschieben Sie nicht, was Sie heute zu tun haben. Ich denke auf jeden Fall, sich selbst treu bleiben, ja? Also ich denke auch, du bekommst jetzt sehr viel Stärke durch deine Partnerschaft. Auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so richtig rauskristallisiert, ja. Du wirst wahrscheinlich am besten wissen, wie du diese Woche umgehen kannst. Auf jeden Fall Pelé und dann noch die Entzweiung, eine gewisse Schwäche. Ja, manchmal weil kennt man sich selber nicht mehr. Ja, dann zieh dich vielleicht eher zurück und meditiere ein bisschen, hol dir deine eigene Stärke zurück und wenn dich etwas stört und dann wähle die Worte mit Bedacht. Ja, es scheint eine sehr explosive Woche zu sein. Hängt vielleicht auch am Vollmond, der Mitte der Woche da ist. Und pass ein bisschen auf, ja, dass du mit Worten nicht dir etwas kaputt machst, was du dir nicht zerstören möchtest, ja? Okay. Und Angriffen manchmal eher ausweichen, ja, statt. Okay. Pass auf dich auf, ja? Kommen wir zur zweiten Legung. Da haben wir Seretwellen, Tod und Wiedergeburt,
ja auch so schön, ja, der Abnehmen, also das über ihrem Kopf steht auch der Vollmond, ja, steht ja auch für die Zyklen und ist auch diese Woche erscheint, also auch in der Männerlegung ist der Vollmond erschienen. Bin ich mal gespannt, was die anderen Karten noch zeigen. Okay. Leben und Tod kommen von mir. Alles ist eins. Deine Reise führt dich entlang der Spirale, auf dem Weg durch die Ewigkeit. Das Leben ist ewiges Werden, ewiges Wachsen, ewiges Verändern. Es gibt keinen Tod ohne Wiedergeburt und keine Wiedergeburt ohne Tod. Du kommst zu mir nach Hause und ich heiße dich willkommen. Ich nehme dich auf in meinen Schoß, den großen Kessel der Verwandlung. Hier wirst du durchgesiebt und durchgeschüttelt, vermischt und gargekocht, aufgelöst und zerstampft, neu zusammengesetzt und dann in den Kreislauf zurückgesandt. Immer wieder kehrst du zu mir zurück und gehst erneuert wieder fort. Tod und Wiedergeburt sind nur Schwellen des Übergangs auf dem Weg durch die Ewigkeit. Mythologie. In Wales wurde Serithen als dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter und weise Alte verehrt. Ihr heiliges Tier ist ein großes weißes Mutterschwein, der Mond, Inspiration, Poesie, Prophezeiung und Gestaltwandlung werden ihr ebenso zugeordnet wie ganz allgemein Leben und Tod. Serithen hatte zwei Söhne. Der eine war schön, der andere war hässlich. Sie wollte ihren hässlichen Sohn etwas geben, das nur er hatte, und setzte deshalb einen magischen Trank für ihn an. Er sollte ihm die Gabe der Inspiration und des scharfsinnigen Denkens schenken. Allerdings dauerte es ein Jahr und einen Tag, bis der Trank fertig war. Sie beauftragte ihren Gehilfen, Gevion, ihn zu überwachen und verbot ihm ausdrücklich, etwas davon zu trinken. Durch einen Zufall spritzte einige Tropfen auf seine Hand und er leckte sie ab. Augenblicklich war er in der Lage, alles zu wissen und vorauszusehen. Deshalb wusste er auch, dass Serithen ihn töten würde und rannte davon. Sie folgte ihm und nach mehreren Verwandlungen in verschiedenen Gestalten verschlang sie ihn. Nach 9 Monaten gebar sie ihn wieder. Bedeutung der Karte. Serithens Erscheinen kündigt dir eine Zeit des Sterbens und der Wiedergeburt an. Etwas möchte sterben und muss losgelassen werden, sodass das Neue geboren werden kann. Bei Mutter Erde kennen wir den Tanz des Todes und der Wiedergeburt im Wechsel der Jahreszeiten. Nichts entsteht aus dem Nichts oder geht dort verloren, denn alles ist im Fluss, wandelt sich stets neu. So ist es auch mit uns. Um das Leben in seiner ganzen Fülle annehmen zu können, müssen wir es mit allem, was dazugehört, also auch Tod und Wiedergeburt akzeptieren. Lass bereitwillig das los, was dir und deinem Wachstumsprozess nicht mehr dient. Bist du gerade am Ende eines Zyklus angelangt? Geht eine Arbeit oder eine Beziehung zu Ende und dich quält die Angst vor dem Loslassen? Meinst du selbst würdest sterben, wenn nur ein einziges Stück von dir, was dem neuen Platz machen muss, gehen lässt? Vielleicht ist es auch der Gedanke an den Tod selbst und seine Unausweichlichkeit, den du nicht hinnehmen kannst, weil er dir Angst macht. Die patriarchalische Kultur hat die meisten von uns der Erfahrungen beraubt.
Tod und Wiedergeburt als den natürlichen Weg der Göttin zu erleben. Wir können unser Wachstum und unser Ganzheit fördern, indem wir bewusst anerkennen, dass wir mit jedem Schritt auf unserem Lebensweg dem Tod und der Wiedergeburt näher kommen. Sage Ja dazu und nimm am ewigen Tanz des Sterbens und Geborenwerdens teil. Seretwen sagt dir, dass du alles, was du dir gibst, zurückbekommst. Es wird zwar verändert sein und sich gewandelt haben, aber du erhältst es zurück. Ja. Schön, ne? Manchmal würde man ganz gern vorher wissen, was man zurückbekommt, ne? Das ist gar nicht so einfach. So, schauen wir mal germanischen Götterorakel, was die Karte als. Oh, das goldene Zeitalter, Ganzwerdung. Hey, allgemein, das ist doch schön. Ja. Es sind 81 Karten insgesamt, glaube ich. Ja. Und die 80er-Karte ist so die Zerstörung der Welt. Ja. Und diese zwei haben sich hier in der Weltenesche versteckt und kommen hier raus. Und die Welt ist komplett neu. Die Sonne ist aufgegangen und okay. Ich lese es euch geschwind vor. Ja, exakt 81 Karten. Nachdem die alte Welt vernichtet wurde, steigt eine neue, grüne Welt empor. Zwei Menschen, Liv und Lift Harasir, die sich im Geäst des Weltenbaumes versteckten und überleben konnten, betreten diese staunend, um sie neu zu bevölkern. Der Schöpfungskreis schließt sich und beginnt von neuem, ähnlich wie Adam und Eva. Ja. Die Karte verheißt den Beginn einer glücklichen Zeit und steht für die harmonische Verbindung von Körper, Geist und Seele. Gleichzeitig kann sie für ein erwachendes Bewusstsein stehen, das nun einen, vielleicht sogar den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur seelischer Reife machen darf. Dazu mag ebenso das Entdecken der eigenen unverwechselbaren Identität gehören, wie die Gewissheit, jeden Platz im Leben gefunden zu haben, wo wir uns geografisch wie seelisch emotional geborgen und zu Hause fühlen. Dinge, die zuvor unvereinbar schienen, finden zueinander und können auf einer höheren Ebene Neues entstehen lassen. Toll, ja, du weißt, was auf dich zukommt. Hey, bist du ein Glückskind? Schauen wir mal. Ja, also so schlecht sieht's ja gar nicht aus. Beruflich, hey, laufen die Liebe, ja, diese zwei Liebenden, dann haben wir noch die Eichhörnchen, das Reh, Häschen, die liebenden Täubchen, das gefällt mir jetzt. Bin ich richtig froh drum. Da haben wir jetzt Mythos. Die Göttin Lofin ist nach Freya eine Göttin der Liebe, Ehe und Eintracht. Ihr Wesen ist gütig und milde und sie trägt Sorge dafür, dass zwei Menschen, die einander lieben, auch wieder zueinander finden. In diesem Bereich steht Lofen für positive und kreative Zusammenarbeit.
die zum erwünschten Ziel führt, selbst wenn es zunächst nicht danach aussehen mag. Offenes, ehrliches Auftreten und das soziale Bestreben, mit den eigenen Projekten immer auch der Gemeinschaft zu dienen, schaffen hierfür die notwendigen Voraussetzungen. Ja, arbeite ja an einem großen Projekt. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, und man so richtig mit Leidenschaft rangeht, mit Herz, es scheint euch richtig Spaß zu machen. Ja, so also im großen Ganzen, so richtig emotional. Jetzt schauen wir mal bei dir in die Beziehung rein. Krimier, Prüfung. Vielleicht hast du auch ein bisschen Prüfung oder Weiterbildung, ja. Und dieses Odin, ne? Ist denn ein bisschen mit Einsamkeit? So. Odin taucht hier in der Gestalt des Wanderers auf, der seine Anhänger und Günstlingen unerkannt erscheint, um sie als unbestechlicher Prüfer auf ihre Standfestigkeit, Grundsätze und Überzeugungen hin zu testen. Ja. In unseren Beziehungen rät Krimnir, für unsere Überzeugungen einzutreten. Lassen Sie sich diese beim besten Willen nicht mit denen unseres Partners vereinen, macht es wenig Sinn, diese weiter zu verdrängen, da wir binnen kurzer Zeit wieder vor der gleichen Frage stehen werden. Steht die Karte für eine Person, mag sie als eine Herausforderung in unser Leben treten, deren Wesen oder Handlungen uns auf uns selbst zurückwerfen werden. Ja, manchmal ziehen Gegensätze sich an. Ja. Auch für dich ziehe ich eine Engelkarte für diese Woche. Was haben wir hier? Ah, der Schutzengel. Ja, das ist schön. Ein Kästchen in der Hand. Okay. Der Spruch. Und jedem Wandel wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Frei nach Hermann Hesse. Stichworte, Geschenk, Gaben, Belohnung, Wohlbefinden, Wachsamkeit. Warnung vor Ehrgeiz, Missgunst, Neid, Kleinmut. Der Schutzengel hilft, ob wir ihn anrufen oder nicht, wenn wir seine Energie bewusst wahrnehmen, erfahren wir tiefe Ruhe und inneren Frieden. Tipp: Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Motto des Hamburger Motorradgottesdienstes. Okay. Ich habe schon beim Männern gesagt, wir sollten ja, vorsichtig fahren. Ja. Und sich lieber zu Hause ausruhen und jetzt nicht gerade. Es könnte Glatteis geben. Ja, es ist November, wir gehen auf den Dezember zu. Es ist zwar sehr mildes Wetter, aber passt auf. Ja? Die Liebe. Äußern Sie Ihre Bedürfnisse und haben Sie ein offenes Ohr für die Bedürfnisse anderer. Achtung, denken Sie nicht, Sie wüssten schon alles darüber. Glück. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Ein guter Wind treibt sie voran. Hey.
Erfolg. Gehen Sie aufs Ganze mit aufmerksamer Präsenz und Achtsamkeit. Ja, also in den Beruf liegt die Liebe, die Leidenschaft mit drin und ja, im Allgemeinen und in der im Beruflichen sieht es ja sehr gut aus. Ja, also vielleicht hat man auch einen neuen Partner gefunden, der einem prüft, der so gewisse Gegensätze hat. Ja, wie reagiert sie? Ne? So, lass dich jetzt nicht foppen, ja, oder spiel mit, ja, nimm's locker, nimm's auf die leichte Schulter. Und wenn jetzt jemand krank ist und sich zurückzieht, nicht gleich eifersüchtig werden, ja, der ist vielleicht wirklich völlig im Arsch. Und ja. Überbelastung, Überstunden oder weil wirklich andere Arbeiter krank geworden sind und ja, also, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen. Ja, du musst dem jetzt nicht unbedingt hinterherfahren und ja, ne? Also konzentriere dich auf deine Projekte. Und geh deinen Weg. Das muss vor Weihnachten noch erledigt sein. Dann kommt ja die Ferien. Ja? Und da hat man meistens wenig Zeit, sehr wenig Zeit, ja? Okay. Schauen wir mal, was uns die dritte Legung sagen möchte. Welche Göttin wir hier erwarten? Eure Nomé, die Ekstase. Das ist so schön. Wunderbar. Da kann man sich nicht beschweren, oder? Ekstase. Als ich erwachte und mich erhob aus wirbelndem, kochendem Chaos, fand ich nur im Tanz Ausdruck. Für die reine Freude, die wilde Heiterkeit, die Explosion von Energie, die ich fühlte. Ich tanzte meine überschwängliche Fülle. Das Schweben auf dem Meer. Hingerissener Begeisterung, verloren und getragen von der Intensität der Ekstase. Mythologie, Eurynome, die in die Weite wandernde, wurde bei den Pelasgern, einem prähellenischen Volksstamm in Griechenland, als die große Göttin aller Dinge verehrt. Sie teilte den Himmel vom Meer und schuf, während sie auf den Wellen tanzte, den Nordwind. Als dieser sich ihr lustvoll nähern wollte, ergriff sie ihn mit den Händen und formte eine Schlange aus ihm, die sie Orphion nannte. Eurynome erfreute sich an Orphion und nahm dann die Gestalt einer Taube an, die das Weltei legte. Aus diesem entstand die gesamte Schöpfung. Orphion aber war nicht zufrieden, nur ein Geschöpf von Eurynome zu sein, und da er doch auch der Vater der Dinge war, prahlte er damit, der höchste Schöpfer zu sein. Die Göttin schlug ihm die Zähne aus und verbannte ihn. Bedeutung der Karte. Eurynome tanzt in dein Leben, um dir zu verkünden, dass eine Zeit der Ekstase gekommen ist. Die Fülle, der Überschwang und die Begeisterung der Ekstase warten auf dich. Wie kannst du dir diese wunderbare Glücksgefühle schaffen, das dein ganzes Wesen erfasst und dich zutiefst erfüllt? Betrachte die verwundeten Teile in dir und lasse Heilung geschehen. Denn in diesen Wunden sitzt emotionale Energie fest, die eine Menge Raum einnimmt. Sobald Heilung geschieht, wird sehr viel Energie frei, die du gut für deine Ekstase nutzen kannst. Je mehr Raum in dir frei wird, desto mehr Ekstase kann sich einstellen. Eine andere Möglichkeit, Ekstase zu erleben, ist, sie einfach in dein Leben einzuladen, indem du dich für sie öffnest. Erlaube dir, sie zu rufen, sie zu fühlen, in ihr zu schwelgen. Für diejenigen unter uns, die in ihrem Leben bisher wenig Freude erfahren haben, stell die bewusste Entscheidung,
die Ekstase zu umwerben, ihr den Hof zu machen und sie anzulocken, sicher, dass sie sich einfindet. Eurynome ermutigt dich zu der Entscheidung für den Tanz mit der Ekstase, denn dann wird dir das Leben viele Gelegenheiten schicken, diesen Tanz immer leichter zu tanzen. Ja, schön. Das ist so farblich, ne? Ein Pelé mit dem rosa und hellen Stein. Seritwell ist dann doch etwas dunkelblau und Türkis, also ein feuriges Blau. Feurig. Gibt's feuriges Blau? Kräftiges Blau, ja, so leuchtend, strahlend. Okay. Die allgemeine Deutung, oh, Grimhild, Verzweiflung, das muss doch nicht sein, ja, oh, der Wind hat die Kerze ausgeblasen, es sind richtig trübe Wolken am Himmel zu sehen, und ja, vielleicht musst du alles mal aus einer Vogelperspektive betrachten, ja. Du bist in dem Fall ja auch nicht alleine, ja? Du bist nicht alleine. Wir sehen uns. Mensch. 58. Kriemhild ist die Tochter von Wotel und König Dankrat, dem alten Herrscher über Burgund. Als ihr Gatte Siegfried erschlagen wird, verfällt sie in tiefe Trauer, die sie später in einen alles verzehrenden Hass auf ihre Sippe verwandelte. Aber auch verständlich, ne? Wir sehen uns mit einer scheinbar aussichtslosen Situation konfrontiert, deren Verlauf bis jetzt nichts Gutes verheißt. Hier treffen wir auf die unschöne Palette der unterschiedlichsten Ängste, angefangen von mangelndem Vertrauen, Selbstvertrauen bis hin zum quälenden Selbsthass. Wir fühlen uns verloren, verkannt und alleingelassen und sind eigentlich auf niemanden gut zu sprechen. Trotzdem oder gerade deshalb sei hier der altkluge Satz zitiert: Wir leiden nicht aus Lust am Leiden, sondern wir brauchen Leiden, um Scheitern als notwendige Erfahrung, um an seiner Überwindung zu wachsen. Ja. Also wenn du den Stein, den du hier der dir so wehtut, ja, vielleicht hast du den einen Verlust erlitten. Egal in welcher Form, du wirst auf jeden Fall draus wachsen, ja. Also es wird vorbeigehen. Schauen wir mal, wie es beruflich weitergeht. Mugin und Munin. Nachrichten. Ja, da haben wir die zwei Raben, die Bergen und ja, der Himmel ist relativ klar. Da kommt eine Nachricht. Die Raben bringen neue Impulse in unsere Tätigkeitsfeld, denen wir hellhörig und aufgeschlossen begegnen sollten. Die Perspektive zu wechseln und auf den Rat oder die Stimmen vertrauter Menschen zu hören, ist jetzt von Vorteil. Möglicherweise mag uns in Bälde eine Nachricht erreichen.
die uns helfen kann, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja, vielleicht so ein Bewerbungsgespräch, ja, sich unter allen anderen hervorgetan. Und es kommt jetzt endlich Licht, ja. Neuer Auftrag für dieses oder für das neue Jahr. Warum auch nicht? Ja? Geht drauf los. Mythos wollte ich euch noch vorlesen. Die beiden Raben werden allmorgendlich von Odin in die Welt ausgesandt, damit sie ihm stets die neuesten Kunde überbringen. Gut. Jetzt wissen wir es. Dann schauen wir mal in Bezug auf die Beziehung. Ask und Embala, der Ursprung. Ja, haben wir auch schon öfters. Hier die Sonne aus, also die Götter formten aus Treibholz, die hier an den Strand gespült wurden, Ask und Embla. Ja. So, Adam und Eva. Mythos. Das erste Menschenpaar wird von Göttern aus Holz geschaffen, welches diese am Strand vorfinden. Sie hauchen den beiden Leben und Geist ein und geben ihnen Midgard als Heimat. Wenn gegenseitiger Respekt an erster Stelle steht, zeigt die Karte eine Zeit der Harmonie, Wärme und des gegenseitigen Austauschs an. Hierzu kann auch die Zeugung eines Kindes oder die bevorstehende Geburt von etwas gemeinsamen Neuen gehören. Falls Disharmonie besteht, sind Ask und Embala als Aufforderung zu verstehen, sich auf jene ursprünglichen Dinge und Werte zu besinnen, die eine wahrhaftige Freundschaft oder Partnerschaft beziehungsweise Familie ausmachen. Echte Beziehung ist immer mit Arbeit verbunden, ohne die menschliche Reife jedoch kaum erfolgen kann. Die Reife, die eignet man sich ja mit der Zeit an, ja. Ich möchte auch für dich noch eine Engelkarte ziehen. Was haben wir da? Entspannung. Ja, ich würde sagen, jetzt die Dinge gehen ihren Lauf und da kommen ganz neue Sachen auf dich zu. Der Spruch, nichts ist los, solange du alles festhältst, von Jo Enger. Ja. Dieser Engel hilft uns zu erholen und aus allem, was wir tun oder lassen, neue seelische Energie zu gewinnen. Mit Einfühlung, Verständnis und Meditation kommen sie zur Ruhe und gewinnen wichtige Einsichten. Das ist für sie selbst eine Quelle aufgeklärter Lebensfreude. Und für andere können sie auf diese Weise eine wichtige Hilfe auf physischem und spirituellem Gebiet sein. Menschen, die gut loslassen können, werden von diesem Engel besonders unterstützt. So ist er auch ein Engel der Entspannung und der sommerlichen Heiterkeit zu jeder Jahreszeit. Stichworte, Klarheit, Daseinsfreude, Spiel, Menschlichkeit, Warnung vor Scheingefechten, Fixierung auf materielle oder geistige Besitztümer,
Der Engel der Entspannung hilft denen, die ihn anrufen, Spannungen zu lösen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Manchmal gelingt der gewünschte Neuanfang nur, wenn zuvor offene Rechnungen beglichen wurden. Tipp: Wenn Sie einen Strich unter Vergangenes ziehen können, fühlen Sie sich wie neu geboren. Liebe: Strecken Sie die Hand aus für einen Neuanfang, einen Abschied, eine Bereinigung oder Klärung. Glück: Dieser Engel dringt in die Tiefe des Herzens aller vor und macht Ihnen das Göttliche bewusst, das in Ihnen steckt. Erfolg: Wenn Sie lebendig, spielerisch und einfallsreich vorgehen, werden Sie den größten Erfolg erzielen. Manchmal schafft man für einen Neubeginn, muss man so alter Ballast befreien, ja? Manchmal wiederum meinen wir, erst müsste der Erfolg oder das Glück oder die große Liebe kommen und dann werde das Leben endlich leicht und angenehm werden. Dieser Engel schlägt vor, jedoch einen anderen Weg vor. Machen Sie sich das Leben endlich leicht und angenehm. Sorgen Sie Stück für Erleichterungen. Was Ihre wichtigsten Wünsche oder Ängste betrifft, dann stellt sich alles Weitere ganz von alleine ein. Okay. Ja, das ist ja doch. Das ist doch besser aus wie bei manch anderen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ja. Und es wird alles gut. Ach so, wir haben noch die Ja-Nein-Frage. Ne? Stimmt ja. Hätte ich fast vergessen. So, habt ihr euch etwas ausgedacht? Eine Frage speziell? Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. So, jetzt kommt die große Auflösung. Ja, das Mäuschen, das Mäuschen, das Mäuschen ist. Ja, das Mäuschen, ja. Da haben wir hier den Zwerg von den sieben Zwergen, der Zwerg von den sieben Zwergen. Was wird das wohl sein? Der Kasperle, der finde ich so super süß. Guck mal. Ja! Und jetzt was kommt jetzt? Leicht oder das Nein? Was könnte das denn sein? Das Nein. Sowas. Schicksal ist Nein. Okay. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und, freue mich über Daumen hoch, über einen Kommentar. Ja. Und schöne Woche habe ich ja schon gewünscht. Ich habe euch gesagt, ich konnte mich nicht wirklich entscheiden. Eine, weil es sowieso der Stein ist, den ich als erstes beim letzten Einkauf in der Hand hatte. Und oder der, weil ich den als erstes ausgewählt habe. Oder das, weil es eigentlich meine Kette ist, ja. So irgendwie stecke ich wohl vielleicht in jedem ein bisschen drin. Und ich werde mal diesmal meine eigenen Karten separat ziehen. Danke, wünsche euch was. Tschüss.